Let's Play Fallout 4 for Harbor heute mal wieder. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Nucleus. Ich hoffe auch, dass wir da hinkommen in dieser Folge. Und werden den sympathischen Herrn Tektus ersetzen. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Zu dritt unterwegs jetzt übrigens. Ich würde den Spike auch gerne anders anmalen. Ich glaube, ich habe momentan keine andere Farbe. Ich glaube, da braucht man immer die bestimmte Farbe, die es heute gibt. Blau, Rot, etc. So, auf was schießt du? Der schießt auf irgendwas. Jetzt schieße ich auf dich. Geh schwimmen. Da kommt jemand. Wir sind nicht dran. Das alte Haus am Teich. Morgen fertig. Ja, das wollte ich mir das vorgestellt. Spike, du bist ein Biest. Wo hast du dich verkrochen? Ich hoffe, der Stack, der backt mir jetzt hier nicht mit rein. So, gibt es denn hier jetzt irgendwas Interessantes beim Boltenhaus am See? Irgendwie gibt es auch hier nichts Interessantes. Nick, geh weg. Ja kurz. Es gibt hier gefühlt relativ viele Orte, die halt einfach mal irgendwie sinnlos sind. Jetzt mal so von meinem Empfinden her. Ach, die sind auch wieder da. Wir sind nicht allein. Schau mal, wer da draußen ist. Oh, I believe I can fly. Fändest du das irgendwie cooler, wenn sie zumindest versuchen würden bei den ganzen Häusern oder so, also nicht bei jedem jetzt oder so. Wenn man da einfach vielleicht, keine Ahnung, packt eine Notizkarte hin, erzählt ein bisschen was. Vielleicht nur ein paar Tagebucheinträge oder sonst irgendwas, was da vorgefallen ist. Ansonsten finde ich das immer so ein bisschen. Keine Ahnung. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Weg mit dir! Oh, hab ich dich auf Locus erwischt, ja? Ach komm. Es ist weglaufen soll! Ja, genau.
Warum bauen sie denn nicht zumindest irgendwie sowas ein? Eben vielleicht einfach nur eine kleine Notizkarte mit irgendeiner kleinen Geschichte. Da würde das Erkunden noch ein klein bisschen mehr Spaß machen. Ich habe immer das Gefühl, Bethesda kann da immer nicht zwei Dinge zugleich machen. Ich fand jetzt im Hauptspiel fand ich jetzt die Ja, wenn es nicht anders geht. Los, Spike. So, zeig mir hier der große, wer das große böse Monster hier ist im Fallout. Yes, du bist es, mein Freund, hey. Ja, du bist es. Aufgepasst. So, so. Was hast du denn da? Was machst du mit der Wodkaflasche? Spike, wir hatten uns doch drüber unterhalten. Hallo, hör mal aufs Wackeln. So, einmal kurz füttern. Spike liked that. Ja, du bist mein Großer. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Hauptspiel. Da war halt jetzt die Story nicht das allgemein geilste, wie ich jetzt mal sage. Sie war schon gut, aber da waren dann irgendwie gefühlt immer die Sachen zum Erkunden und so weiter cooler. Also die einzelnen kleinen Geschichten, die man halt so fand. Wo sie halt zumindest ein bisschen mit den Szenen gespielt haben, wo man sich vielleicht auch selber irgendwie was zusammenreimen konnte, was ist hier passiert etc. Da schon bei diesem, was auch immer, Funkturm, was es ist, mir hier angezeigt wird. Ich glaube nicht, ja. Kriegen wir da Radiosignal? Übrigens habe ich jetzt gelesen, dass es wohl extrem für Diskussionsstoff sorgt, ob nun Nuka World tatsächlich der letzte DLC ist oder der letzte, der gerade angekündigt wurde. Anscheinend heißt es jetzt draußen irgendwie, dass das eventuell ein Missverständnis gewesen sein könnte, dass es nicht der letzte ist, der kommt, sondern einfach der letzte, der jetzt erstmal aufgelegt wird. Das wäre natürlich geil, also hoffen wir einfach mal wieder. So, machen wir den Radio schon mal an. So, weil wir ja gerade dabei waren, sie könnten mal irgendwas hinterlassen, ne? Geschafft. Ich glaub's nicht, dass ich mein Radio mit dem Turm verbinden konnte. Der Typ im Radio ist echt cool. Ist das wirklich der gleiche Kerl? Ich drehe auf jeden Fall besser die Lautstärke runter, will keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. So, was haben wir denn hier drin? Geschafft. Aber welcher Typ denn? Oh. Ups. Könnte dann wohl der Typ gewesen sein. Mir hat wohl die Musik nicht ganz gefallen.
reiner Pflanzensaft. Hm, nom nom nom. Ja, nochmal zurück zum Thema Erkunden und so. Das ist natürlich auch irgendwo Meckern auf hohem Niveau jetzt. Also ein bisschen mehr in den ganzen Gebäuden oder so. Wäre schön gewesen. Wenn ich es mal so sagen darf. Atom sei mit dir. Und mit dir. Ich gehe dann mal kurz rein und ersetze und bereite alles darauf vor, euren Anführer durch einen Sünd zu ersetzen. Spike bleibt draußen. Finde ich auch nicht schlecht. Das wird nur Probleme machen hier drin. So. Nektos. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Sei gegrüßt, mein Kind. Du bist ein echtes Vorbild. Wahre Hingabe für Glauben und Familie. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte dich was zu dem Startschlüssel für die Atomraketen des U-Boots fragen. Der Schlüssel zur Spaltung. Ja. Wieder vereint mit Atom. Mit nur einem Handgriff. Ein Objekt wahrer Macht, das aber leider verloren ging. Was möchtest du wissen? Weißt du... Moment mal. Möge Atom... Mhm. Was muss ich denn jetzt machen? Überreden den Hohen Beichtvater zu einem Treffen. Hoher Beichtvater? Ah, hallo, Kind. Was verschafft mir die Ehre eines Besuches eines seiner Lieblinge? Muss sonst noch was erledigt werden? Im Moment nicht. Vielleicht benötigen einige der anderen Kinder deine Dienste. Oder gab es sonst noch etwas? Ich blick gerade nicht durch, was die richtige... was hier richtig ist. Was ist? Siehst du etwas? Ich wollte dich... Ich höre. Ha? Hast du nach dem Schlüssel gesucht? Es gab Zeiten, in der wir intensiver nach ihm gesucht haben. Aber nach Jahren der erfolglosen Suche sahen wir es als Zeichen. Wenn Atom wollte, dass wir ein solches Relikt haben, hätte er uns zu ihm geführt. Weißt du, ich muss mal kurz speichern. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Ja, was gibt es denn, mein Kind? Oh, das? Die Turbine, die Fahrhabers Kondensatoren versorgt. Dima hat eine Totmannschaltung eingebaut, aber ich habe einen Code gefunden, um sie dauerhaft zu deaktivieren. Dima, ich wusste, diese Maschine ist der Schlüssel. Aber das unterstreicht wohl nur wieder, dass wir ein heiliges Ziel verfolgen. Selbst Verhabers sogenannter Retter wusste, dass diesen Bestien nicht zu trauen ist. Endlich hat Atom uns, dir, die Chance gegeben, das zurückzuholen, was rechtmäßig uns gehört. Wir können das fehlen. Nein, leck mich. Will ich nicht. Okay, das ist es dann auch nicht. Hoher Beichtvater. Gepriesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Gott sei Dank. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Die Tunnel der Kommandozentrale müssten weit genug von den Kindern entfernt sein. Martin? Das kann nicht. Spiel es ab. Ich will die Stimme dieses Feiglings hören. Martins neues Zeitalter.
Tektes Zeit ist abgelaufen. Der Nukleus muss für eine neue Ordnung bereit sein. Meine. Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Ich werde anordnen, dass wir nicht belästigt werden. Oh, Spike auch wieder da. Na gut. Das ist immer das Problem, wenn man... Ich habe jetzt irgendwie zwei Tage ja nicht die Story weitergespielt. Ich habe voll vergessen, wie es weitergeht. Dass ich ihm Band zeigen muss. So, wo ist der Treffpunkt? Ach, im Nukleus. Hier gibt es eine Menge Strahlung. Wir sollten von hier verschwinden. Bist du so schon genau, fertig? Wir sollen ihn ja dann irgendwo entsorgen, so war das ja, ne? Ich freue mich aber auch schon drauf, hier die Atombombe zu zünden. Ganz im Ernst. Na, Lulchen. Wo sind wir denn jetzt? Schon wieder dieser blöde Nebel. Ich weiß nicht, wo der mal herkommt. Erstmal gucken hier. Weil hier waren wir ja noch nicht. Halt, andere Seite. Halt wieder andere Seite. Aber du? Das mag wohl hier sein. Oder ist es hier unten, wo ich bei Dima in den Erinnerungen war? Ja, das war. Ja, ich glaube, das ist doch das hier, wo ich bei Dima in den Erinnerungen war. Wenn nicht, korrigiert mich bitte, dann gehe ich irgendwann mal nochmal hierher. Und jetzt werden wir erstmal einen Tektus los. Was ich mich jetzt frage, ich habe ja nirgendwo in Arcadia etwas gesehen, wo die wirklich Synths bauen können und konstruieren können mit der Haut und so. Wie machen die denn das jetzt dann hier? Das habe ich mich irgendwie von Anfang an so gefragt. Wie zum Henker will er so einen
so eine Kopie von Tactus machen. Mein Kind, zeig dich! Hallo? Ist da jemand? Also, sag, was hast du über Martin herausgefunden? Warum hast du solche Angst vor Martin? Fürchten? Das tue ich nicht, Kind. Martin war es, der sich fürchtete. Er wollte sich Verhaber nicht entgegenstellen und für dieses Land kämpfen. Ich bin der Einzige, der bereit ist, das Notwendige zu tun, um die Sicherheit dieser Familie zu gewährleisten. Ich werde nicht zulassen, dass er diesen Ort wieder in Gefahr bringt. Also, dein Band. Hat Martin es dir gegeben? Oder hast du es irgendwo gefunden? Bitte, ich muss es wissen. Und dir ist sicher niemand gefolgt? Keine Sorge. Hier unten hat Martin keine Ohren. Also, was kannst du mir sagen? Ich mach's so. Es ist aus, Tactus. Dima hat mich geschickt, dich zu töten. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber wenn du fortgehst, lasse ich dich leben. Du arbeitest für... Du blöffst nicht, oder? Kein Ort auf dieser Insel ist vor ihm sicher, oder? Gut. Diese verdammte Maschine soll kriegen, was sie verdient. Okay. So schnell? Kann ich ihm noch irgendwas klauen? Das wurde voll geschossen. Ach wurscht, sieht die Scheiße aus. So. Ja, ich habe ihn nicht getötet. Ich finde die Option, wenn ich ihn nicht töten muss, finde ich in Ordnung. Wenn wir es schon auf die Weise jetzt machen. Da bin ich ja gespannt, was Dima dazu sagen wird. Weil vor allem, es interessiert mich auch, was Dima dazu sagen wird. Wie wird er reagieren? Wird er es negativ auffassen, dass ich ihn nicht getötet habe? Natürlich besteht die Gefahr, dein Pip-Boy hört sich wenig dass Tactus irgendwann wieder auftauchen würde und dann würde rauskommen, dass hier ein Sünd eingesetzt wird. Und jeder wird Atoms Lippen. Aber wie wird Dima darauf reagieren? Da bin ich echt gespannt. Manchmal wirkt es, als würde der Alchemist durch mich hindurchblicken. Welche Welten sie wohl sieht. So, hier kann man doch jetzt wieder dekontaminieren, oder? Oder ging das nicht? Nee. Ich dachte, ich hätte es so hingebaut, dass es dekontaminiert. Aber gut, wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich, war es das für heute mal wieder. Morgen dann ein bisschen Contraptions. Ich habe mir so meine 2-3 Gedanken gemacht, was wir vielleicht so machen könnte. Mal gucken, wie das dann wird. Ansonsten wahrscheinlich heute am Nachmittag. Bis Abend werde ich höchstwahrscheinlich streamen. Aber seht ihr ja, dann könnt ihr mal vorbeigucken. Den Link zu meinem Twitch-Stream findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis morgen.